Apple hat es also tatsächlich getan. Das iPhone 7 hat keinen Kopfhöreranschluss mehr. Dafür ist es wasserdicht, das Plus-Modell kommt mit Doppelkamera und natürlich soll es rasend schnell sein. Apple bricht mit der Tradition, mit der Versionsnummer auch das Design des neuen iPhones zu ändern. Im Grunde sieht es aus wie ein iPhone 6 oder 6S. Auch die Abmessungen sind exakt gleich geblieben. Neu sind die beiden Farben Schwarz und Diamantschwarz. Daneben gibt es weiter die alten Farben Gold, Silber und Roségold. Die Antennen wandern an den Rand des Gehäuses und sind dadurch kaum noch zu sehen. Die Kamera steht immer noch ein Stück weit heraus, ist aber nun vom Alu-Gehäuse eingerahmt. Etwas mau fallen die Kameraverbesserungen beim iPhone 7 aus. Die löst weiterhin mit 12 Megapixeln auf, besitzt aber immerhin einen optischen Bildstabilisator. Die Lichtstärke verbessert sich von f2.2 auf f1.8. Neu ist hingegen die Kamera des iPhone 7 Plus. Ähnlich wie bei verschiedenen Android-Modellen wie dem LG G5 oder dem Huawei P9 besitzt es nun eine Doppelkamera mit unterschiedlicher Brennweite. Ein Objektiv bietet einen Weitwinkel von etwa 28 mm, die andere Kamera nutzt ein 50 mm Objektiv. Die Lichtstärke beträgt f1.8 und f2.8. Ein Wechsel zwischen beiden Brennweiten ermöglicht einen zweifachen optischen Zoom. Die Kamera-App des iPhone 7 Plus hat zudem den neuen Modus Porträt dazu bekommen. Hier erscheint in Kombination beider Kameras der Hintergrund einer Porträtaufnahme unscharf, ganz wie bei Spiegelreflexkameras mit großflächigem Bildsensor. Das iPhone 7 ist das erste iPhone, das nach IP67 Standard wasser- und staubdicht ist. Das heißt, es hält 30 Minuten bei einer Wassertiefe von einem Meter aus, ohne Schaden zu nehmen. Auch bei der Speicherausstattung hatten die Gerüchte recht, das 16 GB Modell stirbt. Die kleinste erhältliche Speichergröße beträgt jetzt 32 GB. Auch ein 64 GB Modell gibt es nicht mehr. Apple springt direkt auf 128 GB. Neu hinzugekommen ist ein Modell mit gigantischen 256 GB. Eine weitere Neuerung betrifft den Home-Button. Auch hier hatten viele spekuliert, Apple könnte seine Force-Touch-Technik verbauen. Und tatsächlich arbeitet der Home-Button nun nicht mehr mechanisch, sondern mit Kräftesensoren nach dem Force-Touch-Prinzip des Trackpads. Dazu gibt es ein haptisches Feedback, das die Tactile Engine erzeugt, die sich nun sogar von Softwareentwicklern ansprechen lässt. Ansonsten bietet der Homebutton natürlich nach wie vor auch den Fingerabdrucksensor. Für viel Furore hat im Vorfeld die Kopfhörerbuchse gesorgt. Apple hat sich tatsächlich getraut und lässt den Klinkenanschluss im iPhone 7 einfach weg. Kopfhörer werden nun per Lightning-Stecker angeschlossen oder per Bluetooth gekoppelt. Dass man auf den analogen Ausgang dann doch nicht einfach so verzichten kann, ist auch Apple klar. Daher liegt ein Lightning-Adapter bei, der nach wie vor alle normalen Kopfhörer und andere analoge Signalempfänger versorgt. Trotzdem, das iPhone 7 aufladen und gleichzeitig kabelgebunden Musik hören geht ab sofort nicht mehr. Da muss dann ein kabelloser Kopfhörer her, wie der neue AirPod. Der eignet sich außer zum Musikhören auch zum Telefonieren und für Siri-Sprachbefehle. Beim Display ändert sich rein äußerlich ebenfalls nichts. Beim iPhone 7 misst es weiterhin 4,7 Zoll und löst mit 1334x750 Pixeln auf. Das iPhone 7 Plus ist 5,5 Zoll groß und löst in Full HD auf. Aber Apple stattet das neue iPhone mit dem sogenannten White Gamut Display aus, wie schon das iPad Pro. Das soll 25% heller sein und den Farbraum P3 abdecken. In der Praxis dürfte das vor allem knackigere und natürlichere Farben bedeuten. Neues iPhone heißt natürlich auch neuer Prozessor. Im iPhone 7 steckt mit dem neuen A10 Fusion erstmal ein Quad-Core-Prozessor, der 40% schneller sein soll als der A9-Chip. Allerdings arbeiten die vier Kerne nicht alle gleichberechtigt. Zwei Kerne sind auf Geschwindigkeit hin optimiert, die anderen beiden auf Effizienz. Das soll die Akkulaufzeit um bis zu 2 Stunden verlängern. Apple spricht von 14 Stunden Laufzeit beim iPhone 7. Das Plus-Modell soll sogar 15 Stunden lang durchhalten. Auch der Grafikchip soll schneller geworden sein. Er arbeitet nun mit 6 Kernen und soll 50% mehr Leistung bieten als die GPU im A9. Bleibt am Ende natürlich die Frage nach dem Preis. Das günstigste iPhone 7 mit 32 GB wird 760 Euro kosten. 128 GB schlagen mit 870 Euro zu Buche und für 256 GB verlangt Apple 970 Euro. Das Plus-Modell startet bei 900 Euro. Das 128 GB Modell sprengt bereits die Tausender-Grenze und kostet 1010 Euro. Und das iPhone 7 Plus mit 256 GB kostet gigantische 1120 Euro. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, kann das iPhone 7 ab dem 9. September vorbestellen. Erhältlich sein wird es dann am 16. September.